Aber ich glaube, das hatte ich in einem der letzten Parts. Nee, Quatsch, das war bei irgendeinem Pokémon-Part. Da hatte ich das angesprochen, dass man alles so gut wie möglich machen kann, aber wenn man einen Fehler macht, dann ist man der große Idiot. Das heißt, ich könnte bei Street Fighter jetzt den Arcade-Modus spielen, mit Guile, mit wem sonst, alle auf Perfect abziehen und dann irgendwo einen ganz kleinen Fehler machen, dann würden alle Leute nur noch auf dem Fehler rumreiten und sagen, dass ich ein Depp bin. Ich glaube, ihr wisst, worüber ich rede. Oh, ne. Genauso wie das hier. Ich könnte hier die Mona Lisa in Holz nachbauen, ne? Aber alle Leute würden darauf rumreiten, dass ich hier bei dieser Etage einen Fehler gemacht habe. Und bei der Etage drauf auch noch. Okay, das war jetzt kein kleiner Fehler, aber es war ein Fehler. Und es wird wieder hell draußen. Hier eine hässliche Fackel, damit ihr auch was seht. Hallo! Und ich dachte, ich wäre fertig. Aua! Ach so, ich habe hier noch gar nichts verlegt. War das wirklich so hoch? 1, 2, 3, 4 hoch. 1, 2, 3, 4 hoch, ja. Tatsache. 4 hoch. Und da hoffe ich mal, dass das jetzt läuft und dass ich das jetzt richtig gemacht habe. Nee. So auf jeden Fall nicht. Was ist das für eine doofe Musik? Ist das wieder Sam und Max? Ich glaube ja. Ja, Greetings from the USA. Das ist die Musik, die bei Sam und Max auf der Karte gespielt wird. Und ich sage nur im pro forma mal, was für Musik bei mir gespielt wird, damit keiner in den Kommentaren danach fragen muss. Und ich möchte, dass sich das dann irgendwann so durchsetzt, dass die alle wissen, alle meine Zuschauer wissen, ja, der Mandingo, der sagt das dann irgendwann. Und wenn das mal nicht sagen sollte, dann wissen alle, was gemeint ist. Dann können sie den nochmal gerne fragen. Oder es steht in der Videobeschreibung. Wie das jetzt hier. Tales of Symphonia. Academic City ist von. Och Mann. Jetzt erwischt ihr mich aber auf dem falschen Fuß. Wie heißt noch diese Stadt? Das ist die, die man nach Mel-Tokyo besucht. Ach, bis ihr mir da antwortet, habe ich das längst gegoogelt. Ja, tut mir leid, aber ich spiele wirklich gerade nur auf Vorrat. Altessa? Nee, Altessa heißt sie nicht. Altessa ist ein Name für eine Frau oder sowas. Auf jeden Fall ist es diese Stadt, wo diese riesige Universität steht. Und sonst wird sie auch nicht Academic City heißen. Meine Güte. Geh kaputt, du doofe Wand. Du mein Armutszeugnis. Wie hätte ich auch denken können, dass ich dich so falsch verbaue? Es wird wieder Tag draußen. Mir kommt gerade echt nicht in den Sinn, wie diese Stadt heißt. Überhaupt nicht. Ich muss dieses Spiel noch mal spielen. Aber ich schwöre euch, das nächste Mal, dass ich dieses Spiel spielen werde, wird in einem Let's Play sein. Von mir für euch. Ja, so ist es. So aufopferungsvoll bin ich nämlich. Ich könnte jetzt eigentlich mal wieder einen Schluck Wasser vertragen. Wisst ihr was, Leute? Ich lasse euch jetzt mal kurz mit der Musik hier allein. Schöner Fensterblick und ich hole mir jetzt eben was zu trinken. Bis gleich. So, nach einem Schluck Leitungswasser geht's mir ja natürlich wieder super gut. Childhood in Brighton, ja klasse.
Das will ich eigentlich nicht hören. Eigentlich. Da geht's ja wieder um... Wie hieß der so? Conroy Bumpus hieß der. Dieser Typ. Dieser verdammte Typ. Dieser Bösewicht aus Sam & Max Hit the Road. Ah ja. Aber ich glaube, da gab's auch so eine Stelle in diesem Spiel, wo ich wirklich nicht weitergekommen bin gegen ihn. Da muss ich erstmal überlegen, also richtig lange überlegen. Und da gab's auch diese Szene mit Robert Muir, oder? Okay, das muss ich noch verkleistern. Und dann habe ich es ja beinahe schon hier. Oh Mann, ihr müsst so viel mit mir aushalten. Aber die Zeit, in der ich das hier aufnehme, ist ungefähr genau die gleiche Zeit, in der ich das Let's Play hochgeladen habe, wie dieses Ding überhaupt gebaut wurde. Hey, das ist doch schon mal wieder ein Grund zur Freude. Und mit der nächsten Etage, die ich hier hinhau, können wir uns dann endlich eine neue Decke hier reinzimmern. Und dann ist das Ganze hier auch rund und fertig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man da steht und da so drauf guckt, dann sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Mir gefällt's. Wie gesagt, ihr könnt es ja entdecken mit der neuen Minecraft-Welt, die ich irgendwann mal hochladen möchte. Könnt ihr alles hier entdecken, könnt ihr überall hingehen. Könnt auch hier irgendwo hingehen, wo ich einmal am Anfang meines Let's Plays hingelaufen bin. Mir pro forma eine Hütte gebaut habe, damit man da nächtigen kann, damit man das sicher vor Creepern und Zombies ist. Hat leider nichts gebracht, ich bin nämlich da in meinen Schacht gestürzt. Das war der Fell des Jahrhunderts, ich glaube, so hatte ich den Part auch genannt. Alle Leute hatten mich ausgelacht. Und das war's dann. Bei diesem Lied muss ich immer an Gate denken. Ich möchte mal zu einem YouTuber-Treffen kommen und Gate klar sehen. Gate. Gate, ich liebe dich. Gate, du bist doof. Jetzt mach die Decke hier fertig. Ein Minecraft Let's Play Together, was er aufnimmt von... Ja, das wäre einfach genial. Das wäre einfach super. Ich würde mich echt zerledern, wenn es sowas geben würde. Das wäre perfekt. Du würdest mich so glücklich machen. Aber das wird niemals stattfinden. Au. Dafür braucht man ja einen Server. Und für einen Server braucht man Geld. Und dann müsste ich wieder arbeiten. Und das geht gar nicht. Also, nicht arbeiten geht auf jeden Fall. Aber mehr arbeiten? Boah. Boah. Absolut nicht möglich gerade. Null. Yeah. Wir sind gleich fertig. Hat ja auch nur 40 Minuten gedauert bald. Nein, ich will nicht, dass mir die Planken hier ausgehen. Puff. Geschafft. So, dann gehen wir mal wieder hier runter. Und ich glaube, hier müssen wir nochmal eine kleine Veränderung einlegen. Damit sich hier niemand wehtut, muss das hier sein. An der anderen Seite natürlich auch. Das mit der Leiter ist gerade nicht mehr als eine schäbige Luke, aber das werde ich auch wahrscheinlich nicht ändern. So eine schäbige Luke hat ja auch was für sich. Schäbige Luke for the win. Meine Lieblingsschäbige Luke. Ich liebe schäbige Luken. Auch hier bei Minecraft. Total top. So. Dann sieht das gar nicht so aus, als würde man da hochkommen. Und hier geht's runter. Wahnsinn!
Geht klar hat außer Faustverbote. Okay, damit wäre ein Stockwerk da drauf gezimmert. Hat ja nicht allzu lange gedauert. Und jetzt für mich die Frage. Was stimmt da nicht? Mann, habe ich das jetzt wirklich so gemacht? Damals? Dass hier unten nur zwei so Dinger sind? Aber das ist auch der Keller, da fällt das nicht weiter auf. Aber da sind auch zwei dazwischen und da oben sind nur einer dazwischen. Nein, das ist absolut kacke geworden. Nein, das will ich jetzt auch nicht ändern. Ich ignoriere das Gebäude jetzt. Niemals mehr werde ich mich daran setzen. Es sei denn, ich möchte noch ein größeres Gebäude daraus bauen. Aber so ist das auch in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es keine allgemeine Bauordnung mehr. Da baut jeder, wie er möchte. Und im Endeffekt sieht es scheiße aus. Es kümmert sich aber keiner darum. Weil das macht ja jeder so, wie er möchte. Und bevor mich dieses Minengeräusch hier mal wieder aus den Socken haut, möchte ich jetzt hier an dieser Stelle mit Schaufel und Gravel weitermachen. Ne, nicht mit Schaufel und Cobblestone. Wo ist meine Schaufel? Wo ist meine Schaufel? Da! Ist aber wenig Gravel, was ich hier hab. Dafür umso mehr Sand. Den Sand kann ich gleich wieder reinvestieren, um hier eine gewisse Geradlinigkeit rauszuschaffen. So. Ja, so lasse ich. So lasse ich's. Und ich gehe nochmal zurück in die Höhle, um mir ein bisschen mehr Gravel abzubauen. Ich habe wirklich zu wenig davon. Warte mal. Gehe ich erst in die Höhle oder gucke ich erst nochmal, ob ich ein paar Diamanten habe, um mir eine neue Schaufel zu craften? Ich hasse es, ohne Diamantschaufel auf Jagd nach Erde zu gehen. Das dauert dann einfach viel zu lange. Viel zu lange. Verdammt viel zu lange. Oh, was habe ich denn da gemacht? Ich habe noch einen Stack Gravel. Habe ich gerade gesehen, aber das reicht glaube ich nicht. Ich muss nochmal auf Jagd gehen. Weg mit dem Fell, das braucht doch eh kein Mensch. Was habe ich eigentlich für einen Skin? Habe ich immer noch... Ich habe auf einmal den Standard-Skin drin, warum auch immer. Normalerweise habe ich doch immer einen coolen Skin drin, jetzt aber nicht. Gott weiß warum. Das liegt vielleicht ein wenig an dem Hin- und Her-Geupdate, was momentan da bei Minecraft läuft. Ich weiß es nicht. Wo sind denn meine Diamanten? Da, drei Stück habe ich noch. Das reicht locker für eine Schaufel.